Willkommen zurück, meine verehrten Pokémon Trading Card Spieler. Ja, Pokémon Card Spieler, was auch immer. Ich habe meine Einleitung vergessen für eine Sekunde. Ja, ich begrüße euch zu einem neuen Part vom Pokémon Trading Card Game 2 und nicht lang schnacken. Wir schauen uns direkt um, ob wir Grr Nummer 2 finden. Und vielleicht ist er jetzt da? I don't know. Nee, ist er immer noch nicht. Dann werden wir wohl oder übel uns noch weiter umschauen müssen. Ah, wir haben jetzt im Prinzip alles hier auf der rechten Seite außer Science erledigt. Und schauen wir erstmal den Fighting Club. Da waren wir, glaube ich, auch noch nicht drin. Achso, ja, da ist es ja so, dass der Kopf leider verschollen ist. Den werden wir wahrscheinlich erst finden, wenn wir mit Dingsens fertig sind. Mit der Grill Island. Falls mich nicht alles täuscht. Und dann gehen wir mal in die Challenge Hall. Ah, it's no use. I shouldn't have even come. There won't be a challenge cup held until everyone's cards are returned. Ja, okay. Ich meine, das ist dann selbstverständlich. Das heißt, hier brauchen wir uns dann auch erstmal nicht weiter aufhalten. Und dann gibt es eigentlich nur noch den Pokémon-Dom, oder? Okay, ihr habt alle jetzt scheinbar... Oh, Graveler 29 gegen... ein Wigglytuff 36, meinetwegen. I guess. Das Wigglytuff ist actually gar nicht mal so schlecht. Weil man damit abhängig von seiner Bank halt Schaden machen kann. Wenn man die ganze Bank gefüllt hat, ist es halt ein solider 50er Angriff, den man da knallen kann. Okay, und dann... ich wollte gar nicht in Masons gehen. Ich wollte in Pokédome gehen. Oh, ich glaube, wir haben ihn gefunden. Nee, ist Grill Nummer 5. That's right, Team Great Rocket has taken over the Pokémon Dome. The Grandmasters have been caught and taken to Grill Island. Once we're done with our takeover, we'll have every last card there is. Pokémon Trading Cards are simply wasted on the likes of your fools. We'll pick all the best cards for our decks and lock the rest away. Team Grill will have all the cards in the world soon enough. Those doors are off limits. Only the Grandmasters can open them and they're not here, are they? Okay, gut. Dann haben wir halt wirklich ein kleines Problem. Weil ich gerade nicht wirklich eine Ahnung habe, wo sich der letzte Grill befinden soll. Take a look at the statue. It's a bust of our king, Willisi. He's the man who made Team Grill's new cards. He's so amazing, don't you think? Ah. There are so many things you need if you want to take an airship here. Grill Coin Pieces, ja, okay. Ich meine, das ist alles klar. Wir können hier halt auch erstmal legitim nichts machen. Jetzt bin ich halt mehr als confused. Ich bin halt so confused, weil wir haben ja das Go, aber Grill Nummer 2 ist halt nicht da. Ich würde ihn gerne besiegen, aber er ist halt nicht da. Ich sehe ihn nicht. Ist das ein Glitch? Ist das ein Glitch, dass Grill Nummer 2 nicht hier ist? Okay. Wisst ihr was? Ich schau mal ganz kurz nach und mache einen kurzen Cut. Bis gleich. Also ich habe jetzt gerade in einem anderen Let's Play gesehen, dass die Person halt einfach mit Miki gesprochen hat und dann war Grill Nummer 2 da. Ich spreche nochmal mit dir. Nee, normalerweise würde Grill Nummer 2 hier stehen. An der Stelle. Mir ist auch gerade noch was eingefallen. Wir haben nämlich noch die Mailbox. Wir haben die ganzen Sachen hier und die müssten wir alle mal kurz lesen. Weil wir bekommen dadurch auch hin und wieder Booster. Beziehungsweise ich will wirklich nicht lesen, es ist halt belanglos, aber... ja, das ist nicht verkehrt zu haben, denke ich. Ja, auch nichts Neues, was wir benötigen.
Okay. Die Mails können wir jetzt alle löschen. Weil sonst können wir nämlich keine neuen Mails erhalten. Und das heißt, wir kriegen dann auch keine neuen Booster, logischerweise. Was ich ein bisschen komisch finde, aber naja, so ist das System. Also löschen wir einfach mal alles. Okay. Gut. Passt. Jetzt ist aber immer noch das Problem, dass ich keine Ahnung habe, wieso Grill Nummer 2 hier nicht ist. Okay. Okay. Ich habe jetzt gerade eben noch mal eine Komplettlösung nachgeschaut und da hieß es, dass er entweder im Grass Club oder im Science Club ist. Was ist denn das? Warum ist das denn so? Na egal. Wir können nicht weitermachen und let's go. Hey, 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 what a sight, everything here belongs to Team Grill. That includes this Club Master Rix, of course. He's all ours. Oh, who's there? So the rumors are true, it's you, Fantas. Let's see just how strong you are in reality. Natürlich, let's go. Farbloops. Okay. Mal sehen, ob du auch wirklich farblos spielst. Tut er natürlich nicht Fighting on Grass. Wieso habt ihr alle Grass? Das ist so mies. Ich sollte einfach wieder zurück zu meinem Feuerdeck gehen. Scheinbar ist das die einzige Antwort. Oh Gott. Oh Gott, das ist gefährlich. Das ist super gefährlich. Und der Gegner darf anfangen. Oh mein Gott, nein. Dick Anders, just wanna attack us, then damage. Okay. Puh. Du machst mir Angst hier. Und wie immer haben wir zwei Professor Oaks auf der Hand. Nice. Diglett ist auf jeden Fall im nächsten Zug tot. Wenn er jetzt nicht noch irgendwas tun kann, um es zu retten. Würde er nicht. Okay, aber er damaged mein Magikarp, du Hund. Squirtle. Rüsten wir Squirtle aus. Und tschüss. Diglett ist down. Nächstes Pokémon kommt rein. Es ist natürlich Sandshrew. Und wir haben Waterl. Das ist gut. Waterl können wir einfach setupen. Mit Sandshrew haben wir natürlich das Problem, dass wir jetzt 20 Schaden bekommen und dass wir potenziell nicht angreifen können. Das gefällt mir gar nicht. Oh. Okay, wir kommen durch und können dieses Sandshrew rauskicken für das andere. Na, okay, hat sich nicht gelohnt. Unser Tauros wird den nächsten Zug nicht überleben. Was aber nicht so schlimm ist, weil unser War Turtle jetzt Battle Ready ist und ich würde sagen, wir spielen einfach mal den Eich. Weiteres Magikarp. Das ist das, was ich zu okay. Das ist das, was ich zu Gyarados entwickeln kann, aber wir haben Gyarados so oder so hier. Und wir haben weiteren Eich. Lickitung, schön, schön. Ja, und dann versuchen wir es nochmal. Kommen wir durch? Nein, tun wir nicht. Damit geht unser Tauros sang- und klanglos unter. Aber es hat zumindest gute Arbeit geleistet, dass wir eine starke, damagte gegnerische Bank haben. Und wir mit War Turtle zumindest ein gut gesetuptes Pokémon auch noch haben. Vaporeon, okay. Ich würde ehrlich, dadurch, dass das Magikarp schon gedamaged ist, es jetzt einfach als Futter auf der Bank lassen. Und mach einfach das andere Gyarados jetzt ready. Beziehungsweise andere Magikarp, was ich jetzt zu Gyarados entwickelt habe. Rettern. Okay. Rettern überlebt keinen Hit. Aber es kann uns paralyzen. Das ist gefährlich. Natürlich tust du das. Der Klassiker. Der absolute Klassiker. Und noch einer. Jawohl. Another one. Energy Removal? Bitte. Dieses Ekans geht mir so auf den Keks. Ekans heißt übrigens rückwärts Cobra. So.
Ach, come on, als ob. Aber gut, wenigstens kommen wir hier durch und können noch einen Kill machen, bevor War Turtle das Zeitliche segnet. Damn, das ging aber auch schief. Gut, unser Gyarados ist fertig. Geben wir Lickitung eine Wasserenergie. Und haben damit das nächste Battle-Ready-Pokémon. Und wir ziehen Lapras. Das ist sehr schön, tatsächlich. Ja gut, Sandshrew holt sich jetzt den Kill. Er zieht jetzt einmal mit Professor Eich richtig rein. Und noch ein Bill. Und ein Onix. Okay. Gut. Schade um unser War Turtle. Es hätte eigentlich noch mehr Kills machen müssen, aber Glück war leider nicht auf unserer Seite. Wir können froh sein, dass wir überhaupt irgendwie durchgekommen sind. Lapras auf die Bank. Water Energy auf Lapras. Bill spielen. Und Evoli. Na wunderbar. Dann ziehen wir das auch mal. Wir können das andere War Turtle, was wir haben, gegen Energy Retrieval austauschen. Zwei Wasserenergiekarten sind da mehr wert. Und Rangrage weg mit dem Sandshrew. So, dieses Onix hat keine Chance gegen unser Gyarados. Das wird nicht lange im Feld bleiben. Es sei denn natürlich, es wird uns jetzt Permaperan, aber selbst dann wird es früher oder später... Oh, wir resisten sogar. Du machst nicht mal Schaden. Das ist ja super. Okay, unser Lapras ist ready und jetzt müssen wir uns entscheiden, welches Vaporeon wir haben wollen. Ich glaube, ich nehme das zweite. Und ja, wir meinen, das Onix kann jetzt buchstäblich nichts tun. Du kannst mich einfach nur Permaparan, aber das bringt dir halt nichts, weil ich früher oder später halt sowieso zuschlagen werde. Gut, ein weiterer Zug, den du grundlos überleben wirst. Und machen wir unser Vaporeon langsam aber sicher mal bereit. Jawohl, wir kommen durch. Wahnsinn. Bill? Ehrlich gesagt will ich Gyarados jetzt eine weitere Energie geben, damit ich genau dasselbe mit dir machen kann. Ha! Mistvieh. Taste your own medicine. Und ein weiteres Gyarados. Sehr schön. Damit bist du auch kein Death-Fodder mehr für das... dieses... Dick da. Genau. Und ja, ist ja egal, was ich mache. Dragon Rage. Weg mit dem Onix. GG. Und wir haben den Kill. Weiteres Gyarados. Ich habe echt zu viele Gyarados. Kann das sein? Ich meine, es ist ein sehr starkes Pokémon, aber wie viele Gyarados habe ich bitte? Und da kommst du mit Bite um die Ecke. Du kannst nicht mal paralysieren. Was willst du damit eigentlich erreichen? Dragon Rage, G, freaking G, und wir haben gewonnen. Das war ein Duell. Das war ein Duell in der Tat. Da, 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 da. Gah, defeated. Here, take these Booster Packs. Da, da, da. Dark Charizard, 80 KP ist super wenig. Continuous Fireball, Nailflick. Ein 10er Angriff und flip a number of coins equal to the number of fire energy cards attached to Dark Charizard. This attack does 50 damage times the number of head. Discard a number of fire... Oh mein Gott. Das ist so mies, das können wir gar nicht gebrauchen. Leider nicht so wahnsinnig Gutes hier dabei. Ich meine, Dark Vaporeon ist einer der okayen Dark Pokémon, würde ich sagen. Aber ansonsten... Hm. Ein weiteres Jolteon, das ist tatsächlich okay. Parasect. Poison Spawn Leech Life. Remove number of damage counters equal to the damage done. Nein, ist okay, I guess. Weiterer Energy Removal ist immer gut. Okay. Also, take this Coin Piece. Und wir können jetzt offiziell auf Grr Island. Wir haben alle Coins hier. Oh. So, you've collected all 4 pieces of the Grr Coin. Gone now to our airport. Show them that coin and you can fly for free. By the way, we still have the Science Club Master Rick in our custody. If you want him back, you'll just have to come to Grr Island.
Maybe I'll see you on our own island. I am out of here. Goodbye. Okay. Good, Ronald. You're a Fandas. I was sent to find you. I was busy while you were fighting against the members of Team Grr. I snuck aboard the airship and took back some stolen cards. The cards have been returned to their owners in the island's club. I also managed to snatch a few booster packs while I was there. Here, Lost Isle booster pack has your name on it. Wildblum? Oh, jetzt haben wir auch dieses bitterböse... Ne, warte, das ist ein anderes Wildblum. Once during a turn, you may flip a coin. If heads, remove one damage counter from one of your Pokémon. This power... Okay. Das ist okay. Oh, Slowbro. Ah, 60 KP. Da wisst ihr, dieses Slowbro ist nicht akkurat zu einem richtigen Slowbro. Ein richtiges Slowbro im Pokémon ist legitim einer der stärksten Pokémon, die ihr spielen könnt. Und dann habt ihr das hier. As often as you like during your turn, you may move one damage counter from one of your Pokémon to Slowbro, as long as you don't knock out Slowbro. Nicht zu verkehrt, denke ich. Lickitung, Lick und Stomp. Paralyzed. Dafür haben wir das andere Lickitung, das ist da besser. Und Effects ist. Okay. Es ist einfach nur dazu da, ein bisschen mehr Schaden zu machen, aber 30 KP weniger lohnt sich hier nicht. Nee. Okay. The airship that flies to Grr Island is finally ready to board. Gotta go, but be careful. It's enemy territory over there. I'm going to stick around this island and collect some more cards. My deck needs a lot of work before I'm ready to travel. I'll see you later. Smell ya later, Ronald. Wir gehen erstmal hier zu Ishiharas Haus. Good afternoon, would you like to trade cards? Right now I'm looking for Clefairy 15. I'm offering my rare flying Pikachu card in exchange. Ich habe, glaube ich, keins davon, aber ja gut. Also das Pikachu kriegen wir natürlich nur hier. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir uns bereit, Grr Island einen Besuch abzustarten. Oh my, that's a full Grr Coin. Alright, great. I'll allow you to free passage to Grr Island. Follow me. Ich finde es ziemlich lustig, dass die so sind. Hey, wir sind böse und wir machen böse Sachen, aber... Ach, du hast dich so gut geschlagen. Hier, nimm die Münze. Und guck mal, du darfst sogar free dahin fliegen. Kein Problem. Mann, sind wir nett. This airship will take us to Grr Island. We'll leave immediately. I hope you've made your preparations already. Let's go. Es gibt hier nichts mehr zu tun, also ja. Wir haben einen großen, guten Stapel an Karten gesammelt. Wir sind so ready. Schade, dass wir halt keine der drei Starter-Pokémon als Evolution haben. Also kein... Flora, kein Bisaflor oder kein Turtok. Jetzt kann man natürlich sagen, aber ich hab doch Dirk Glurak. Aber nein, Dirk Glurak ist halt echt nicht wert. Damn. Ich find's cool, dass sie das Spiel halt einfach um das Doppelte erweitert haben, das OG-Spiel. Weil all diese Sachen sind halt nochmal ein extra Dungeon sozusagen. Und man kann hier ein gutes Stück an Zeit investieren. Das finde ich eigentlich ganz cool. You're free to do as you please. Well gone. If you feel like returning to your island, come and talk to me. Ich glaube, das haben wir vorerst nicht vor. Did you hear that some kid fought their way here to Grr Island? It's you. It's not over yet. It is. We're going to defeat you yet. Okay. You're pretty young compared to the others who usually fly here. Since you've made it to this island, you must be a good card fighter. Na. Die anderen sind nur schlechter. Game Center? Das müsste die Glücksspielhalle sein. Evidence Fantas. Fancy meeting you here. This game center was built and is managed by Team Grr. There are lots of slot machines and video games you can play here. You can exchange the chips you win for a promotional card voucher. I just got a few... Wushas myself, you take one. Ja, okay. Of course, you can't put that card in any of your decks. Instead, you trade it and one of the others list... and one of the other listed cards for sweet promos. Be careful though, because you won't get either card back. Anyway, I'm off to search for the people that Team Grr kidnapped. I was so hooked to the games here that I almost forgot. Hehe. Later, Fantas. You can't take game chips away from the game center. Please leave any remaining chips at the... Yeah, okay.
Also es ist im Prinzip eine Glücksspielhalle, wo wir mit Chips mehr Sachen gewinnen können. Aber ehrlich, ich möchte das nicht machen. Das ist super, super viel Waste of Time für das, was man da rausbekommt. Und dann würde ich sagen, gehen wir erstmal weiter. Sealed Fortress. None may enter. The dreaded Catastrophe Decks are sealed inside. Catastrophe Decks. Okay. Die Grrrs Fortress. What? You, get over here. You, you're not a member of Team Grrr. It also seems that you're in possession of Pokemon cards too. That's good. I'd love to see your playstyle. Is it possible that you could oust my dark Pokemon? Let's do it, Fanta. Start the 6th prize battle. Okay. Ich finde es übrigens interessant, dass er Ronalds Grrr X Deck hat. Und natürlich auch dieses bewährte alte Theme. Natürlich hat er auch wieder Grass-Pokémon. Ich muss wirklich wieder mein Feuerdeck auspacken. Wait. Wir liegen mit Tauros und setten dann direkt im nächsten Zug Vaporeon ab. Ah, verdammt. Mauzi! Once during a turn, you may switch one of your prizes with the top card of your deck. This power can't be used if Rattata is... Rattata? Also wir haben jetzt die Katze zur Maus gemacht. Nice. Das ist so eine fast schon belanglose Attacke, aber meinetwegen. Mach nur Ronald. Ich meine natürlich Grix. Oh, da ist ja wirklich ein Rattata. Okay. Okay. Net, I guess. Ich bin gerade so verwirrt. Snorlax. Vaporeon. Vaporeon ausstatten. Kicking and Stomping. Raus mit einem Rattata. Und rein mit einem Persian. Dark Persian. Poison Claws. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Okay, sehr gut. Das hätte schief gehen können. Dewgong. Nett, I guess. Hey, wir bekommen mal Kopf. Leider hätte ich mir jetzt gerade Zahl gewünscht. Whatever. Okay, wir werden auf jeden Fall überleben, selbst wenn wir Poison. Und können damit Dark Persian jetzt besiegen, was sehr gut ist. Und unser Vaporeon ist auch fertig. Das heißt, wir haben ein sehr gutes Battle-Ready-Pokémon im Hintergrund. Beziehungsweise wir können sogar noch eine Wasserenergie auf Vaporeon machen, wenn mich alles täuscht. Ja, unser Tauros wird leider diesen Zug so oder so verenden. Wenn er schlau ist, dann rüstet er jetzt seine Backrow aus. When you play this card from your hand, you may choose one of your opponent's Pokémon. If you do, that Pokémon receives 10 damage. Ja, okay. Das war tatsächlich nicht dumm. Und wir holen Vaporeon rein. Quick Attack. Natürlich bekommst du wieder Kopf. Okay. Dann spielen wir Bill. Schauen wir, was wir da Schönes kriegen. 2 Wasserenergie. Ja, dann wird es noch nichts mit Professor Eich. Water Gun wird auf jeden Fall töten, egal was passiert. Und 40 Schaden. Okay. Es zählt wirklich nur additional to the cost, was wir haben für Water Gun. Nochmal Triggery. Okay, mach das. Flitter. Choose one of your opponent's Pokémon this attack does 20 damage. Okay. Du scheinst ein ziemlich merkwürdiges Deck zu haben, mein Freund. Warte, du hast 50, das heißt... Water Gun. Na, und Vaporeon hat sich einen Kill gesichert. Oh, du bekommst aber keinen Kopf. Das heißt, wir könnten unter Umständen einen weiteren Rattata Quick Attack überleben. Das ist super.
Okay. Gast! Jetzt wollen wir erstmal Seal im Hintergrund ausstatten und zu Dugong entwickeln. Und checken wir mal, was er noch hat. Grimer? Okay, Grimer ist ehrlich gesagt gefährlicher als dein Rattata, also er damit. Und Watergun. Weg damit. Und dann bekommen wir Dark Vaporeon, was wir natürlich jetzt nicht mehr benötigen, aber hey, wir haben es zumindest, I guess. So, dann machen wir deine Quick Attack. Die kann mich glücklicherweise nicht umbringen. Sehr schön. Und Dugong kriegt Wasser und Kill an Rattata. So, unser Vaporeon wird jetzt leider gehen müssen. Da können wir nichts tun. Aber es hat so gute Arbeit geleistet, dass ich mich da eigentlich nicht beschweren will. Im Gegenteil. Dugong kommt rein. Wasserenergie drauf. Und wir haben gewonnen. Birding. So, wir haben Gr-X besiegt. Den unbekannten, maskierten Gr-X mit Ronalds Deck. You've beat me so easily, Fantas. It's me, Ronald. Are you surprised? I've been using this disguise to spy on the area's activity. Take these booster packs. Hopefully they'll help you beat Team Gr. Ambition. Na, bin ich mal gespannt, wie ambitioniert das tatsächlich ist. The Rocket's Trap. Oh Gott. Dark Dragonair. Dark Pharaoh. Dark Gloom. Ordis. Nightly Garbage Run. Dega. Super Scoop. Klassisches Bulbasaur. Bills Teleporter. Ehrlich, die Karten sind alle einfach nicht taugbar. Tauglich. Dark Blastoise. Hydro Cannon und Rocket Tackle. Does 30 damage plus 20 damage for each water energy attached to Dark Blastoise, but not used to pay for this attack's energy cost. You can't add more than 40 damage to this. Wenn du kein Evo 2 Pokémon wärst, wärst du tatsächlich ziemlich, ziemlich stark. Evo 1 wäre das Ding wirklich stark. Dark Blastoise does 10 damage to itself. Flip coin. If heads, prevent all damage done to Dark Blastoise during your opponent's next turn. Oh, also so mehr Schädelwurm. Okay, Dark Jolteon. Mhm. 50 KP, das ist viel zu wenig. Und es macht sie sogar noch selbst 10 Schaden. Die Dark-Karten sind leider echt zu schlecht. I've gathered a lot of information about Dueling Team Gr for you. Members of Team Gr utilize Dark Pokémon in their decks. Ach Quatsch. Ach Quatsch! They only fight challenges if their decks meet certain conditions. Moreover, some have also added special Dueling rules. Battle with the rules in mind and take advantage of the odd effects. Otherwise, you may find it hard to win. Anyway, I'll see you around. I'll keep up with my spy work. Good luck, Fantas. Alles klar. Gut. Jetzt haben wir natürlich erfahren, dass wir ein paar Kampfkonditionen haben, wenn wir in die einzelnen Matches gegen die gehen. Und die werden wir immer kurz vorher erfahren. Mit ein bisschen Glück haben wir die passenden Karten parat. Und mit ein bisschen Pech müssen wir vielleicht noch einen Off-Grind machen dafür. Naja, so oder so, wir werden es dann sehen. Der Part ist allerdings schon wieder eine halbe Stunde alt und es geht einfach zu schnell rum. Das Spiel macht zu viel Spaß. Naja, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, macht's gut.